Hallo, ich bin's wieder vom Kanal Strom rein, Spaß raus. In der Videobeschreibung findet ihr einen 5% Rabattcode für diesen Shop bei Tesla. Ich habe die Fußmatten jetzt selber drin und ich muss sagen, sieht ganz ordentlich aus. Und gerade im Winter ist sehr praktisch wegen Matsch und dem Salzwasser, was man sonst mit ins Auto trägt. Guten Morgen. Es hat sich über Nacht tatsächlich was getan. Ich glaub's fast nicht. Bei Tesla wurden die Preise reduziert. Ich habe auf die Website heute Morgen mal drauf geschaut, habe gedacht, das ist sehr falsch. Hier, ich klicke mal auf Tesla Model 3. Und hier steht, das Standard Range kostet jetzt 43.990 Euro nur. Das waren ja vorher, glaube ich, 53 gewesen oder war es 49.000 gewesen. Und das mit der maximalen Reichweite kostet jetzt 53.990 und das Performance kostet 60.990. Und wenn man jetzt mal zurückgeht auf die vorherige Seite und dann mal auf Model Y klickt. Da kostet das Standard Range jetzt unter 45.000 Euro. Das Long Range mit der maximalen Reichweite kostet 55.000 Euro und das Performance 65.000 Euro. Und selbst das Model X, das Standard Range, kostet jetzt nur 121.000 Euro. Das ist auch nochmal billiger geworden. Und es kommt noch viel besser. Die Förderung wurde ja reduziert 2023 auf maximal 4.500 Euro BAFA-Förderung bis zum Nettolistenpreis von 40.000 Euro. Das entspricht dann 67.600 brutto. Und das Tesla Model 3 Standard Range liegt hier unter 47.600 Euro. Das heißt, man erhält hier nochmal zusätzlich 4.500 Euro BAFA-Förderung. Tesla Model 3 maximale Reichweite oder Long Range und das Tesla Model 3 Performance liegen hier unter diesen 77.350 Euro und erhalten immer noch diese 3.000 Euro Förderung. Das ist schon heftig, oder? Beim Tesla Model Y oder Model Y sieht es halt so aus, dass nur das Model Y diese 4.500 Euro BAFA-Förderung erhält, weil es eben unter diesen 47.600 Euro brutto liegt und die beiden anderen Modelle erhalten immer noch die Förderung von 3.000 Euro, weil sie beide unter 67.350 Euro brutto liegen. Das ist doch genial, oder? Der Herstelleranteil übrigens bei Tesla schon automatisch mit reingerechnet. Die kann man ja nicht mehr in Abzug bringen, aber immerhin sind das schon mal tolle Preise. Ein Like von euch fände ich total super und über ein Abo wäre ich total dankbar. Und wenn ihr die Glocke drückt, kriegt ihr immer die neuesten Videos von mir. Und danke fürs Zuschauen. Ihr könnt euch gerne mal meine anderen Videos auf dem Kanal anschauen. Da gibt es hier eine Ladekurve bei minus 15 Grad oder eine Ladekurve bei plus 28 Grad. Auch sehr interessant. Dann habe ich hier in Hypermeile gemacht mit dem Tesla Model 3 Standard Plus, das normalerweise nur WLTP 448 Kilometer hat, aber ich habe 500 Kilometer geschafft. Oder hier ein Trip nach Husum.